zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Ich gehe davon aus, dass wir gleich zu den Abstimmungen kommen können. Gut. Wir gelangen zur Abstimmung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde ersuchen, dass Sie Ihre Sitzplätze einnehmen. So, wir gelangen nun zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen, seinen Bericht 1381 der Beilagen hinsichtlich der Petitionen 30, 32, 54, 64 und 68 sowie der Bürgerinitiativen 33 und 36 bis 39 zur Kenntnis zu nehmen. Wer spricht sich für diese Kenntnisnahme aus? Das ist mit Mehrheit so zur Kenntnis genommen. Die Tagesordnung ist erschöpft. Wir kommen aber noch zu Abstimmungen. Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Kanyak, Kolleginnen und Kollegen, dem Gesundheitsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag der Abgeordneten Kanyak, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Covid-19 Impfpflichtgesetz 2227a eine Frist bis zum 25. März 2022 zu setzen. Wer stimmt dem Frist Setzungsantrag zu, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit, abgelehnt. Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Litschauer und Ottenschläger, Kolleginnen und Kollegen, dem Verkehrsausschuss zur Berichterstattung über die Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird, 40. KfG Novelle 1424 der Beilagen, eine Frist bis zum 26. April 2022 zu setzen. Wer spricht sich für diese Fristsetzung aus? Das ist mit Mehrheit so beschlossen. Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung die selbstständigen Anträge 2406 bis 2421 eingebracht worden sind. Die nächste Sitzung des Nationalrats, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen betreffen wird, berufe ich für 20.58 Uhr. Das ist zugleich im Anschluss an diese Sitzung ein. Die 150. Sitzung des Nationalrates ist eröffnet. Verhindert sind die Abgeordneten wie in der 149. Sitzung bekannt gegeben. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir sind damit am Ende unserer Live-Übertragung hier aus dem Parlament angelangt. Beschlossen wurde heute unter anderem strategische Gasreserven als direkte Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die Corona-Kurzarbeit wird um 2 Monate verlängert und mit Koalitionsmehrheit wurde die Basis für die neue Corona-Teststrategie gelegt. Apotheken können so ab 1. April 5 gratis Antigen-Wohnzimmertests pro Person und Monat ausgeben.